Servus alles, jetzt ein neues Video beim Bavarian Medic. Wie im letzten Video angekündigt, zeige ich euch heute einen militärischen Verbandsstoff. Hierbei jetzt das Verbandspäckchen Brandwunde der deutschen Bundeswehr. Das ist jetzt das, was mir die Janik geschickt hat. Verpackt ist dieser Verbandsstoff in einer reißfesten Hülle, die innen drin mit Kunststoff beschichtet ist. Das seht ihr aber gleich noch besser. Wenn ich das Ganze öffne, haltbar sind die Teile 10 Jahre ungefähr, also steril. Allerdings danach eigentlich auch noch, weil solange diese Verpackung nicht geschädigt ist, sind die steril. Und bei denen hier muss schon wirklich harte Einwirkung sein, damit das Ganze nicht mehr steril ist. Verpackung ist relativ schlicht gehalten. Hier oben die normale NSN-Nummer. Hinten drauf steht einfach nur noch Verpackung, also Hinweis. Innenliegen. Ich habe das Ganze schon geöffnet. Hier, so sieht das Ganze dann aus. Die Verpackung, wie ihr seht, hier so ein bisschen gummiert, aber trotzdem noch dünn, die Verpackung. Vom Aufreißen her ist es ein kleiner Widerstand, aber es ist nicht groß. Innen drin findet ihr dann das hier. Ihr habt hier nochmal eine Gebrauchsanweisung. Also diese Hülle entfernen und dann das Ganze an den Schlaufen, da sind so Schlaufen dran, das ist eigentlich nichts anderes als ein großes Tuch mit einer Aluminium bedampften Seite und dann fasst ihr einfach das Ganze an den Bändern und wickelt dann die betroffene Stelle damit ein. Also diese Teile kosten euch auf eBay oder so an die zwischen 3 und 5 Euro, also kommt immer drauf an. So sieht das Ganze dann aus. Und hier sind diese besagten Bänder. Ja, die zieht ihr dann einfach so auseinander. Da faltet sich das Ganze auf und wird zu einem großen Tuch, das dann hier mit Aluminium beschichtet ist. Hat auch eine gute Dicke. Also es kann auch durchaus Blut oder ähnliches aufsaugen, ist aber hauptsächlich halt für Brandwunden gedacht. Hat hier ja eine Größe von ungefähr 50 auf 60 und kann somit auch größere Wunden zum Beispiel auf der Bauchdecke oder so abdecken und ist auch sehr sehr stabil, wenn man es jetzt hier so anfasst, sehr sehr stabil und das hält auch einiges aus. Genau, und dann sind hier auch nochmal stabile Riemen dran, sage ich mal, und dann legt ihr das Ganze, wie ihr es im Erste-Hilfe-Kurs gelernt habt, ganz locker um die Extremität zum Beispiel oder halt um die Bauchdecke oder so einfach locker drauflegen und dann hier zwei Bänder dann verknoten. Genau, das war's soweit hier mit diesem Video von dem Verbandsstoff Verbandpäckchen Bundeswehr Brandwunde. Falls ihr noch Fragen dazu habt, gerne unten in den Kommentaren. Das war's soweit jetzt mit diesem ersten Video in der Playlist. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus.